Gutes Video, aber meine Fresse, halt mal die Hände etwas still. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. So viel artikuliere ich gar nicht mit meinen Händen. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich bin jederzeit dankbar für solche Kritik. Ich versuche jetzt in dieser Folge weniger mit meinen Händen zu artikulieren. Ich würde auch sagen, jetzt hier Intro und los geht's! So, und den Anfang machen wir heute mal mit Freiwild. Über das Comeback nach der Pause und die Tour, die nächstes Jahr startet, wurde ja schon berichtet. Nur jetzt melden die ersten drei Konzerte schon ihr Sold Out. Und zwar sind das die Konzerte in Geiselwind, Hannover und Frankfurt. Da aber auch auf die Tickets der anderen Konzerte ein ziemlicher Run herrscht, wurde auch schon das erste Zusatzkonzert bekannt gegeben. Und zwar am 13.05. in Zürich. Die Tickets dafür soll es auch schon bald geben. Aber die Tour startet ja erst nächstes Jahr. Es gibt auch noch aktuelle Nachrichten zu ihrem letzten Album Still. Und zwar gibt es jetzt ein neues Musikvideo. Zu dem Song Zeig große Eier und ihnen den Arsch. Denn was nicht links ist, das ist rechts. Habt ihr's erkannt? Ach wisst ihr was, ach wisst ihr was? Mit kleinen Eiern und faulem Arsch wird man gefickt und kriegt mit alle auf einen Tritt. Ach wisst ihr was, ach wisst ihr was? Schaut euch das Video auch noch in voller Länge an, Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Serum 114, aktuelles Album, Kopfüber ins Nichts, hat es geschafft. Und zwar Kopfüber in die Top 10. Ein direkter Charteinstieg von 0 auf Platz 10 der Media-Kontur-Charts. Aber ist das noch Punkrock, wenn so eine Band in den Charts ist? In diesem Fall hundertprozentig. Ich sag nur Glückwunsch, ihr habt es euch verdient. Eigentlich wollte das AGF-Radio dieses Jahr groß ihr 7-jähriges Bestehen feiern. Nur leider musste diese Veranstaltung jetzt abgesagt werden. Unter anderem soll der Hauptgrund dafür sein, dass bis dato einfach nicht genügend Tickets verkauft wurden. An alle, die sich aber bereits Tickets für die 7-Jahresfeier geholt haben, keine Sorge. Natürlich kann man sich das Geld zurückholen oder es ohne Aufpreis für das am 25. Oktober stattfindende Feuer- und Eisfestival in Alsfeld benutzen. Als die Band enorm für den 20. September ihre Record-Release-Party zum aktuellen Album Zur Hölle und Zurück ankündigte, waren die 60 Plätze bereits nach nur 3 Stunden ausverkauft. Aber nun hat die Band für den 19. September ein Zusatzkonzert angekündigt und dafür gibt es noch Tickets. Wer Interesse hat, Links zum Kaufen der Tickets findet ihr in der Videobeschreibung. Ich glaube, das wird eine Party, die sich lohnen wird. Letzte Woche habe ich euch ja die Konzerttour von Herzlos ans Herz gelegt. Diese Woche möchte ich euch ein kleines Festival näher bringen. Und zwar das Kohle- und Stahl-Festival in Oberhausen. Stattfinden wird das Ganze am Samstag, den 8.11. in der Turbinenhalle 2. Spielen werden der Hautdegen, Kneipenterroristen, Eschenbach, Hassliebe und die Helden Schwarzer Tage. Ticket gibt es für 29,90 € bei rocksau-nrw.net oder an der Abendkasse für 38 €, wenn der Vorrat reicht. Den Kauflink zu den Tickets findet ihr in der Videobeschreibung. Willkommen auf den Card. Der Turm bestimmt grad beschissen. Weiß nicht, wie die Gitarre klingt und ich kann nicht singen. Aber egal, ihr könnt mich abonnieren, um immer Bescheid zu wissen über die neuesten Videos von mir. Ein Daumen hoch, wenn's euch gefallen hat, dann wär ich dankbar. Ja gut, ich höre jetzt auf. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen rauf. Ansonsten würde ich mich auch noch sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Dann erfahrt ihr immer, wann die neuesten Videos kommen. Und ihr helft mir, dieses Projekt weiter auszubauen und größer zu machen. Ansonsten besucht auch die Deutschrock News bei Facebook und lasst ein Gefällt mir da. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns nächste Woche Montag wieder reingerockt und umgepokt. Bis dahin, ciao.